Yo, Bratkos, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von... Halt doch einfach endlich die Schnauze. Jebo, 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 te. Jebo, 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 te. Ma. So, Bratans, was haben wir heute vor? Ihr seht es im Titel, ich will mein Gamingzimmer umräumen. Ich will oben einfach ein Hochbett hinbauen, damit ich nicht mehr auf dieser Drecks-Couch schlafen muss, ja? Das ist das Problem. Wir haben schon bei eBay Kleinanzeigen ein Hochbett geklärt, das holen wir gleich ab. Die Sache ist, ob es gut aussehen wird und wie ich die ganze Scheiße hier einbauen soll, ja? Ich zeige euch mal jetzt, wie es jetzt aussieht. Keine Angst, es ist unaufgeräumt, sieht alles ziemlich kacke aus. Wir haben nur ein Problem. Dieser Schrank muss raus, damit das Hochbett hier reinpasst. Jebemti Otters. Wie sollen wir das schaffen? Meine Wand, ich will nicht, dass ich sie umsonst gebaut habe. Ich muss gucken, wie das alles passt, wenn hier ein Hochbett drin ist. Wie wir das machen, Mann? Es wird auf jeden Fall eine schwere Geburt. Nehmt euch mit. Wer kennt noch den ersten Teil, wo ich alles von eBay Kleinanzeigen geholt habe und sozusagen umsonst das Zimmer renoviert habe? Das ist auch richtig krass. Ich verlinke euch das mal. War ein richtig geiles Video. So, Bratans, ich habe das Bett jetzt abgeholt. Ja? Hier sind ein paar Reste, überall ganze Wohnung verteilt. Auf jeden Fall hat es 50 Euro gekostet. Ich habe es auf 40 Euro runtergehandelt. Kann man machen. Zustand, ja, gebraucht halt, ne? Mal gucken, was wir so rausholen. Ich weiß echt nicht, wie, was das wird. Hier habe ich so ein paar Sachen schon mal rausgeholt aus dem Schrank. Ich habe dann gar keinen Schrank mehr. Und das Schlimmste ist einfach, hier hinter dem Schrank, ne, ist einfach Beton. Ja, also eine Betonwand. Hier wurde nicht tapeziert. Das heißt, alles runterreißen, entweder neu tapezieren oder man hat da so betonmäßig irgendwas. Vielleicht kann man was krasses machen, so mit Bildern und so. Nö. Mal gucken, Bilder holen wir morgen noch. Jetzt erstmal aufbauen und in einer Stunde gehe ich Fußball spielen. Mal gucken, was wir schaffen in einer Stunde. Ja, bin gespannt. Ich f*** doch mein Arschloch. Nächster Tag, nächster Morgen, ihr Botte. Und ihr seht, dass das bisschen was passiert. Das Schlimmste ist einfach, hier unten ist kein Laminat verbaut, Digga. Ich f*** mein Leben, das wird so schlimm aussehen. Oh Mann, Alter. Sag mal, guck mal, da oben ist nicht mal gestrichen. Ey, Mann, das macht nur Probleme gerade. Ey, Bratans, ich weiß nicht warum, aber Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss jetzt alles tapezieren, Digga. Bausteller, sein Vater, guck dir das an. Wand kaputt, Spachtelmasse holen. Ich wollte einfach nur für 50 Euro ein scheiß Hochbett holen und das machen. Jetzt wird das alles ein paar hundert Euro kosten. Ich hab keinen Bock mehr auf mein Leben, Digga. Ich richte jetzt einen Spenden, ne, halt deine Fresse. So, kurzer Zwischenstand. Das ist auf jeden Fall übertrieben anstrengend, die Scheiße hier abzumachen. Hier waren irgendwie 3-4 Tapeten drüber. Ich habe jetzt da ein bisschen Wasser drauf gemacht. Ich muss jetzt auch los. Wir holen noch eine Kommode von eBay für 15 Euro von 30 runtergehandelt, zeige ich euch gleich. Und das transportiere ich heute mit der U-Bahn. Perfekt, Digga. Schwarzfahren und mit so einer Kommode. Wie soll man wegrennen? Erklär mir das. Plus, wir holen Bilder. Bilder, Bilder. Ihr wisst noch von der ersten, wo ich das erste Mal mein Zimmer umgeräumt habe, wo es alles umsonst war, waren die Bilder umsonst einfach. Die haben wir umsonst bekommen, aber ich habe jetzt eins von Berlin gefunden, ja, mit dem Fernsehturm, krass. Aber heute 25, wir geben ihn 15. Was soll man machen? Berlin represent. Sag mir bitte, was ich hier mache, Digga. Ich fahre durch ganz Berlin mit einem Berlin-Bild. Klar nenne ich dich dann. Perfekt. Es gibt mal wieder viel zu tun. Mal gucken, ob wir heute schaffen, die Wand neu zu tapezieren. Auf jeden Fall bin ich gerade auf dem Weg. Ich hole noch mal 2 Bilder ab. Die sind auf jeden Fall geil, für einen guten Preis. Geil. Bilder sind wichtig. Vertraut mir, Bilder sind unnormal wichtig, wenn ihr geil renovieren wollt. So, Bratkus, diese 2 Bilder einfach für 5 Euro und den Entsafter einfach auch nochmal für 5er mitgenommen. Stabile Bilder, seid mir ehrlich, Alter, für 5 Euro. Uff, ich finde das so geil. Ich liebe Oldtimer, Digga. Am liebsten hätte ich so einen krassen Oldtimer, glaubst du mir? Aber ich fahre immer noch S-Bahn, U-Bahn und Bus, Digga, und das schwarz, Digga. Das fahre ich ganze Zeit einfach durch Berlin. Ich habe auf der Straße geschlafen. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Danke an den Bratan, der mir die Bilder verkauft hat. Ehrenmann, Digga. Und der, kann ich aufhören, Digga zu sagen. Danke an den Ehrenmann, der mir die Bilder verkauft hat. Der wandert einfach nach Washington aus, Digga. Falls du es siehst, Grüße gehen raus, viel Spaß in Washington. So, Bratans, wieder zu Hause, kurz caken gewesen. Warum sage ich das? Das ist ja völlig sinnlos. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch auf den neuesten Stand gebracht. Baustelle, man tritt auf alles drauf, Digga. Ohne Spaß, wer so eine Tapete benutzt hat, das hat 19 vor Christus haben die das benutzt, ja, Botte. Und dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze machen. Müssen wir mal zum Bauhaus gehen und Tapete holen, ob wir da so eine Fototapete nehmen oder so ganz normale Tapete und tapezieren, Digga. Ich habe noch nie tapeziert, Digga. Mal gucken, wie das wird. Aber ja, das wird spannend.
Ich bin schon wieder aufgetreten. Junge, hier ist einfach Schlachtfeld. Guckt euch das an, Leute. Ach Mann, Alter. So, Leute, die waren so gut wie fertig. Es war so geil, dass man so viel abkriegt, ne? Aber dann bleibt immer noch hängen. Ah, das ist ein guter. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit gehe, ne? Da muss ich aufpassen. So, ihr Botte. Unglaublich, wirklich. Bratkus ist jetzt einfach 21 Uhr. Er hat den ganzen Tag mit dieser scheiß Wand verbracht. Er hat klar noch ein paar andere Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen, diese Wand ist jetzt so gut wie fertig. Abgesehen im Zeitraffer ging es alles richtig leicht ab, aber die Sachen, diese kleinen Popelarbeiten, ne, hier, dieser, wo die dann nicht ganz abgegangen ist, war ja ewig, hat ja ewig gedauert. Und natürlich habe ich erst am Ende gemerkt, ich habe gestern mit so einem scheiß Spachtel gearbeitet, ich suche den gerade, hier ist der. Damit, ne, ging ja gar nichts, Digga. Und am Ende merke ich, mit diesem Schaber, jetzt ist eigentlich für, wie heißt das, für Ofen und so ein Scheiß, ging es so krass. Ich konnte unter mehrere Schichten gehen und ich habe dann so ein paar Zentimeter damit dann gemacht, der Botte. Und habe erst am Ende gemerkt, dass es damit besser ging. Das ist natürlich wieder ein geiles Leben. Ich wollte eigentlich heute noch grundieren. Wir haben jetzt beschlossen, es nicht zu tapezieren, sondern Spachtelmasse raufzumachen oder was weiß ich, Digga. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß, ich mache das alles hier zum ersten Mal. Das ist gut für Bausteller. Wisst ihr, ich war immer so, wenn ich auf Bausteller war, dann immer nur Abriss. Ja, immer alles kaputt gemacht, das kann ich gut. Jetzt auch mal gucken, ob man ein bisschen hier malern kann und Kurats und Murats, ja. Also, Tag 3 neigt sich dem Ende. Jetzt noch was Schönes essen und sehen wir uns morgen in alter Frische zu Tag 4. Wird schön gegessen. Ich habe einfach den ganzen Tag nur eine Laugenstange gegessen, wo ich die zwei Bilder abgeholt habe. Und ich zeige schon, was heute gibt's, Digga. Wie viel Butter kann man hier schön checken? Geile Steak-Pommes. Geilen Salat. Guacamole. Kann man sich doch mal gerne Deutschen sagen. Ich wollte irgendwas noch sagen. Ach, Puschikurats, Mann. Achso, ja, ich muss eigentlich Video schneiden, aber ich muss ja meinen PC irgendwie anschließen. Das ist ja die Kacke. Aber, Freunde, der Strauß wird geil und abonniert mich auf Twitch, weil deshalb mach ich die ganze Kacke, damit der Streaming-Raum nochmal geil aussieht. Ja? Und dann seht ihr die Livestreams direkt aus dem Gaming-Zimmer. Kiss, Kuss. So, Bratan, das Essen ist fertig. Üff, ihr Borte, gebt euch. Mein Gott. Das mal. Was geben wir in die Guacamole? Bisschen Joghurt, bisschen hier die Soße. Gib dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krank, krank. Die Restaurants können bald einpacken. Macht schon was gefasst. 10 von 10. Safe? Diese Frische mit der Zitrone und die Minze war da komplett geil. Wir sehen uns wieder auf der Baustelle, sind morgen früh. Jo, Bratkus, was geht ab? Tag 4 und ich habe keinen Bock mehr. Jetzt einfach, ich wollte eigentlich erstmal spachteln, da habe ich gemerkt, Digga, nee, das kann ich doch nicht. Jetzt tapeziere ich einfach hier, Botte, und ich muss erstmal die Löcher zuspachteln, so ein bisschen wenigstens. Und jetzt bin ich auf Tapetenjagd, ich habe keinen Bock mehr. Es geht einfach. Ich wollte nur ein scheiß Hochbett einbauen. Jetzt mache ich komplett mein Gamingzimmer. Jetzt Gamingzimmer komplett umbau. Vielleicht hole ich mir noch ein Sideboard für den Fernseher und eine neue Couch. Na, halt die Fresse, Digga. Spaß. Wir gucken, was wir alles noch schaffen. Und ja, es wird ein Riesenprojekt auf einmal. Ich wollte nur ein Hochbett einbauen. Okay, Bratkus, heute spachte ich das erste Mal. Erstmal, wenn wir hier ein bisschen diese Staub wegmachen müssen, damit das Spachtelmasse auch drin bleibt. Habe ich das gesagt? Damit die Spachtelmasse auch drin bleibt, ne? So, zack, zack, zack. Die Spachtelmasse, teuer die Kacke, Schwester, Alter. So, mal gucken, wie ich das jetzt hier löse. Ja, einfach reinklatschen. Ja, hast du gesehen? Am besten hier auch immer gleich halten. Ich glaube, das ist echt wenig hier. Das ist wie ein Haus bauen, Alter.
ist das größte Loch auch. Das nehme ich euch hier mal mit. Okay, wir gucken gleich, wie das wird. Halt deine Schnauze in der Kamera, denkst du, du hast besser als ich? Armin, Blatt, du weißt noch, wo du mir das hier geschenkt hast für Küche Mische? Guck mal, was ich das jetzt benutze. Ich küsse doch dein Herz. Für Torte hier bitte. Guck, die backen Torte gerade. Das ist viel besser als diese Spachtel. Guck mal, wie schön. Aha. Danke, Armin. So, Bratkos, gespachtelt. Habe ich die ganze Kacke. Hier oben hat einer Motocom mitgekämpft, darum waren da so viele Löcher, Digga. Tag 4 neigt sich dem Ende. Ich habe übertrieben Hunger, ich bin kaputt. Aber wir haben es sozusagen geschafft, der Botte. Ich war auch zwischendurch wieder was bei eBay Kleinanzeigen abholen und so. Warum sonst, Digga? Darum oft behindert, Digga. Auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, atmet die ganze Kacke nicht ein. Ich habe vorhin ein bisschen dran gearbeitet, dann bin ich losgegangen. Mir war eine Stunde schwindelig, Kopfschmerzen, darum Mundschutz. Ist gut, dass wir sowas haben. Halt deine Schnauze. Also, wir sehen uns Tag 5, morgen wieder. Gib ihn. So, Bratkos, Tag 5 und es ist tapeziert worden. Lass mal dieses Zimmer. Ja, morgen wird erstmal ein Video gedreht. Ich muss jetzt einfach ein Video schneiden. Es ist 22 Uhr, ja, bitte. Und morgen Abend schreie ich mir die ganze Kacke. Dann wird das Hochbett aufgebaut. Die ganze Streaming-Ecke wird hier hinten gebaut oder dahin. Mal gucken, wie wir es machen. Wie wir das mit dem Hintergrund machen. Wird auf jeden Fall geil. Seid gespannt. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Ich hoffe, es ist krass. Es muss krass werden. So, Bratkos, Tag. Ich habe keine Ahnung mehr. Das dauert alles hier viel zu lange. Wie gesagt, letzter Standpunkt war tapeziert. Bam, heute gestrichen. Mal schauen, wie lange wir brauchen für die Decke und die zwei Wände hier zum Streichen. Ich habe noch nie richtig gestrichen. Ich bin der Abreißer. Wisst ihr, was ich meine? Der Abreißer. Und ich habe nur eine Stunde, weil dann muss ich wieder zum Fußball. Also wir haben wieder genau eine Woche gebraucht. Ich glaube, hier in dem Vlog war ich auch schon Fußball spielen. Jede Woche gehen wir einen Fußball spielen. Das heißt, push Kurats. Eine Stunde, let's go. Ja, bent die Mathe. Mach du ein bisschen so farba marba. Das ist jetzt eine Stunde, die ganze Decke ist nicht mal fertig. Eine Stunde, perfekt. Oh, mein Auge. Gut. Zähl mal noch runter. So, Bratkos, Tag 734. Gestern Fußballspielen gegangen. Erster Anstrich ist drauf, jetzt kommt der zweite noch drauf und dann sollte es eigentlich relativ okay sein, Digga. Da muss noch trocknen, dann baue ich vielleicht heute noch das Hochbett auf. Mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Es sind einfach 27 Tage vergangen. Danke dafür. So, ihr Mutter, so sieht es jetzt aus. Ihr seht es, da sind so, seht ihr das? Man sollte ja da die Wände mit kleinen Pinsel erstmal streichen. Ich hoffe, das verschwindet, Alter. Ja, das ist jetzt der zweite Anstrich. Mal gucken, wie es morgen aussehen wird. Danke für den Fokus. So, Bratkos, ich schnipp's jetzt und dann ist einfach hier ein Hochbett. Guck. Kurats ist hier einfach ein Hochbett. Um 9:30 kann ich jetzt schön ein Hochbett aufbauen. Ich bin gespannt, wie lange die ganze Kacke dauert. Ach, halt die Schnauze, Digga. Perfekt, Digga. Das Bett passt einfach nicht rein. Ich hasse mein Leben. Es passt nicht rein. Die Wand muss raus. Die Wand muss einfach rausgerissen werden, damit es passt. Es hat keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn. Erkläre es mir. Guck mal, wie groß das ist. Wenn ich es jetzt hier noch reinschiebe, dann hast du hier so 60 cm reinzukommen. Es ist einfach alles für den Arsch. Ach so, und das Beste ist einfach, ich muss noch mal komplett auseinanderbauen, weil es natürlich falsch war und hier einfach alles für den Arsch ist. Es passt nicht. Ja, perfekt. Die Stange muss irgendwie darüber, damit da Löcher sind. Ach, fick dich ins Knie. So, ihr Botte. Scheißwand ist draußen. Ist jetzt scheiße, wenn hier mein Setup steht. Dann wird man alle Kabel sehen von hinten und ich hasse das. Also ist das einfach alles für den Arsch. Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird am Ende. Kacke. Ja, Botte, ist 3 Uhr morgens und das Bett steht endlich. Es ist einfach viel zu groß. Ach, ich hätte es echt nicht so groß erwartet. Ja, Botte, ich musste, wie gesagt, die ganze Wand hier rausreißen. Jetzt muss da nochmal neu gemalert werden oder vielleicht sogar tapeziert werden. Ich weiß es nicht. Jetzt gucke ich, habe hier kurz mal so eine Platte drauf gemacht, ihr Botte, um zu gucken, wie das vielleicht aussieht, weil ich habe ja hier meinen Glastisch. Da ist jetzt keine Glasplatte drauf. Gucken, ob ich den da hinstelle. Ich bin am Überlegen, vielleicht kaufe ich mir noch eine Platte oder so einen Scheiß, dass ich hier so einen 2-Meter-Tisch habe. Oder mal schauen, wie ich das mache. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Ich hoffe es. So, Bratkos, ich hatte ja immer diesen Glastisch, ne? Jetzt habe ich mir von Ikea nochmal extra für das Bett
Guck mal, hier ist alles weiß, deshalb fokussiert er irgendwie. Auf jeden Fall diesen Schreibtischgurt, der ist jetzt 2 Meter und da unten ist ein Loch. Fuck off, Digga, muss ich irgendwie füllen. Ja, mal gucken, was man daraus machen kann. So, Bratko, ich hab mich jetzt eine Weile nicht gemeldet. Es war richtig Kopfschmerzen, das Bett ranzumachen. Es hat komplett gewackelt. Da musste ich irgendwie Löcher an die Wand bohren. Dann hat das nicht geklappt, dies, das, ja. Es ist noch eine Menge zu tun. Ich hab jetzt auch überlegt, mein Fernseher aufzuhängen und ein neues Sideboard zu holen, das auch aufzuhängen. Also richtig geil, das jetzt hab ich bestellt. Und ja, jetzt sieht gerade der Gaming-Bereich so aus, ziemlich schlimm. Guckt euch das an. Und das muss jetzt alles gemanagt werden. Yeah, Botte. Aber ich habe so ein Gefühl, es könnte ganz geil werden. Und ich habe ein Mikrofon anbestellt. Der kommt auch die Tage an. Richtig geil. So, yeah, Botte. Das Sideboard ist angekommen. Das wird durch das hier ersetzt und angehangen. Und der Fernseher wird auch angehangen. By the way, abonniert doch einfach mal den Kanal, yeah, Botte. Und mein Zweitkanal. Ganz, ganz wichtig, den Zweitkanal abonnieren. Yeah, Botte Live und yeah, Botte Gaming. Bei FIFA 22 wird gerockt. Und Twitch. Ich habe so viel. Kommt einfach. Kommt überall. Was geht? Och nö, Digga. Wieder aufbauen. So, Bratkus, das Sideboard steht jetzt die Frage. Ich will es ja anhängen, ne? Hier ist eine Stromleitung. Darf ich jetzt hier reinbohren? Ich habe gerade bei Instagram gefragt, voll viele verschiedene Meinungen. Manche sagen, nein, sie verläuft nur 30 cm über dem Boden. Nach links und nach rechts, ne? Nach oben nicht. Das wissen wir jetzt aber nicht, deshalb brauchen wir einen Stromprüfer. Dann werde ich schauen, die Sache ist, wenn der Stromprüfer, wenn die Leitung jetzt hier nach oben verläuft, ja, hier ungefähr will ich bohren. Okay, das sind so 30 cm auch von der Steckleiste. Jetzt die Frage, was mache ich? Und wenn hier jetzt eine Leitung verläuft, dann kann ich da nichts anhängen. Das ist dann die Scheiße. Und die Sache an der Wand, mal hier Leute, die Wand ist extrem dünn, ja, extrem dünn. Hier sind dann auch wieder Steckdosen. Und hier verläuft die Stromleitung ja 100% nach oben. Dann geht sie hier wahrscheinlich hoch, 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 hoch. Und hier oben sind ja wieder Leitungen. Mal schauen, was ich jetzt mache. Ich weiß echt nicht. So sieht es ja komplett kacke aus, wenn es auf dem Boden ist. Alles für den Arsch einfach. So, Bratkos, ich habe jetzt so ein scheiß Gerät geholt, ja. Für 20 Euro fast ausgeliehen, für 4 Stunden ohne Sinn. Das ist so unzuverlässig. Ich weiß auch nicht, was es mir anzeigt. Es zeigt Kudas an. Zweitens ist es wahrscheinlich eine Regipswand, wo ich eh nichts reinmachen kann. Ja, gut, dass ich es davor nicht gecheckt habe. Danke dafür. Es ist einfach gerade alles scheiße. Alles läuft schief und ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich überlege gerade, das ganze Zimmer einfach umzustellen und die Couch einfach in Mitte vom Zimmer zu stellen, Digga. Wo lebe ich? Okay, Bratkus, alles steht, alles ist fertig. Ich bin so glücklich. Nach mehreren Tagen, Wochen, was weiß ich, ist endlich alles fertig. Wie das Ganze aussieht, seht ihr auf meinem Zweitkanal, auf dem Gaming-Kanal, yeah, Botte Gaming. Kommt da gerne rum, sonst würde das Video hier den Rahmen sprengen, ja, wenn ich noch die Roomtour machen würde. Es geht jetzt schon zu lang. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ganz ehrlich gesagt, ein bisschen Promo auf den anderen Kanal schadet nicht, weil ich da jetzt komplett durchziehe. FIFA 22, wer sich dafür interessiert, GTA, dies, das, alles rund um Gaming. Kommt einfach vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Ich küsse eure Herzen, macht keine Scheiße. Pushku, das Endschwert schon gebuscht.